Einen schönen guten Abend oder guten Nachmittag, wie auch immer. Moin. Moin Gerd, moin Chris und moin Sari. Hallo zusammen. Wie geht's euch? Hoffentlich habt ihr und auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Die Kallebach. Was ist denn hier los? Moin. Der liebe Wolfi Kalle im 22 drei Karten, 23 drei Karten und im 24 werden es auch drei Karten. Alt Eiche, April, Kalbach, jetzt im Jahr. Und laut dieser Tafel soll im Juli die Deichhof kommen. Da lassen wir uns überraschen. Moin Sven. Das ist doch schön, Christian. Also die Karte lehrt auch ein, einfach mal so über die Karte zu schlendern, ne? Einfach nur mal rumlatschen. In jeder Ecke irgendwas zu finden. Nein, und keine Sammelobjekte. Ich lasse die Träger extra mal an. In jeder kleinen Gasse gibt es Abladeträger. Also wenn man hier rein will, muss man sich da schon gut überlegen. Gut, dass du gestern irgendwas fährt von Giants und der andere Ford. Ja. Da bin ich gestartet, Christian. Da bin ich gerade gestartet. Naturmode May. Ja, ich muss echt sagen, ist zwar wirklich ultra klein, aber dafür hat es in sich. Und wie gesagt, wenn du irgendwo hier in die Gassen willst, zum Abladen, musst du wieder eben gucken, wo musst du lang. Ja, wie immer so ein kleines, altes, mittelalterliches Städtchen oder Dörfchen sich vorstellt, altes Stadttor. Köllfels, historische Burgruine aus dem 13. Jahrhundert. Ja, weiß ich, habe ich gerade schon gezeigt, Christian. Ja, Wasserstellen. Normal kannst du nicht hinterherhängen. Naturparadies. Ja, ich habe mir gestern Abend noch beim Quatschen mit Sven, waren wir zwar nachher schon weg,
den Hof ein bisschen zusammengestellt. Oder geil gemacht, ne? Also das kann er ja. Ein Plastrescher und Kramer, ja. Das schaffe ich glaube ich auch noch gar nicht. Ich nehme überlegen den alten MF. Aber ich muss mal schauen, den kaufe ich oder miete ich spontan. Während der Party. Ja, hier ist der kleine Schafhof, den habe ich allerdings noch nicht. Der wird später gekauft. Ich habe schon ziemlich Schulden. Mit dem Pack von Farmer 5, das Vogels Backpack. Zwei Weiden. Ja, das ist echt schön, ne? Also ist wirklich Mikrofarming. Er hat ja in seiner Beschreibung reingeschrieben. Auch für 2 bis 3 LS19 Speedy 86. Danke dir für das Follow. Herzlich willkommen. Das hat er ja drauf, ne? Hier überall diese kleinen Wetterhütten, ne? Deko. Das ist ja Kalle, ne? Das machen wir 2 bis 3 Spielern im Multiplayer, dann müsstest du aber wirklich, wenn du sowas spielst, Oldtimer und wirklich, also richtig klein, ne? Und für allein hat er ja auch reingeschrieben, also bis 150 PS. Was ist denn hier los? Und dann maximal kleine, moderne Maschinen. Die kleinen Wasserläufe überall drin, ne? Hat er echt cool gemacht. Was ist denn hier los? Da hat er sich echt wieder mal was einfallen lassen. Ja, und auf die folgende Karte bin ich natürlich auch gespannt. Laut dem Namen wird es eine Nordkarte. Ja, hier geht's hoch. Ich habe gestern verzweifelt versucht, mir irgendwo einen Fahrsilo, einen kleinen oder einen Fermenter hinzusetzen, aber keine Chance, ne? Also bei mir wird es auch drauf hinauslaufen, dass ich wirklich ein paar Rundballen und die dann zur Silagepresse. Ja, holen wir es. Viel Spaß. Eigentlich wollte ich auch schon früher gekommen sein. Das sage ich immer.
Aber wir haben tatsächlich auch noch auf der Rasse gesessen. Ja, ich habe schon ein paar Stellen, wo ich es hinhaben wollte, geguckt, Mangos. Aber es passt mir nicht so, wie ich es haben will. Ich hatte es nämlich wohl vor mit dem Fermenter Rossido. Eins von diesen Vernipacks oder so, da sind die ja wohl drin. Aber so richtig, dass ich sage, jo, das ist jetzt. Nee, habe ich nicht. Bis ich da nicht mal irgendwo eine Stelle gefunden habe, mache ich erstmal, wie Christian auch sagt, Silageballen. Ja, hier ist der Hof. Da rennen wir aber mal erstmal gepflegt weiter. Der flacht sie so auf dem Feld. Das würde natürlich auch gehen, ne? Ja, da kann man natürlich auch dieses kleine, wo die auch mit den Reifen oder so an den Seiten ist, ne? Dass man das nimmt. Würde auch gehen, ja. Ja, hier geht's hoch zum Landmarkt. Produktionsscheune, die kannst du auch kaufen. Für, ich glaube, 60 war das. Ne, 50.000. Hier ist, glaube ich, müsste ein Gesteinsbrecher sein. Den habe ich mir tatsächlich nicht mal angeschaut. Wo sind wir denn? Da oben. Gesteinsbrecher, ja. Aber ein ganz kleines Spiel kann man den Felder noch schrauben. Ja, das stimmt, Angus. Elster, moin. Mit der Sense, ja. Kann man machen. Ich hatte auch überlegt, hier mit diesem. Wo ist denn der? Mit dem Abby oder dem Bielmeier zu spielen. Würde auch gehen, ne? Jo, Mangas, trotzdem viel Spaß. Tschüssi. Ja, wieder hier mit dem Bielmeier spielen. 4,20 Meter ist natürlich auch schon eine coole Breite. Pizzeri, moin. Oder den Abby, ne? Ja, schon überlegt, muss ich ehrlich sagen. Ja, hier ist Landhandel, Werkstatt. Discord gibt's ja, ist auch in meinem. Hier im Profil ist es hinterlegt, aber hallo erstmal. Das ist nur Deko, ne? Ja. 400. Ja, hat er echt wieder mal schön gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Grundlage der Karte ist, glaube ich, die Ehrengrad, wenn ich das richtig gelesen hatte. Ja, hier sind die Schnitzel.
Ich habe, glaube ich, über 3 Stunden. Wie viele Stunden habe ich hier drauf jetzt? Ja, knapp 3 Stunden habe ich nur erstmal mein Fuhrpark irgendwie zusammengewurschtelt. Ja, ich kam da nicht so richtig drauf. Bin auch nicht ganz zufrieden, muss ich sagen. Hier sind nochmal Pferdchen, kleine Pferdeweide. Ja, und schön hier alles verwinkelt, die Wege, ne? Das ist auch ein schönes Feld, finde ich. Ja, bisschen gleich rund. Also die Karte ist definitiv nicht die größte, aber fürs Auge definitiv richtig was. Ich glaube, das ist auch das größte Feld, die 5. Da ist nochmal eine Grasweide hinter. Ach, das ist schon mal Brand. Okay. Schade, den Schnipsel hätte ich dazu nehmen dürfen. Da oben ist der alte Funkturm. Da ist im Ort auch irgendwo ein Schild. Ja, und dazu wieder bei den Schäfchen. Einmal rund. Ja, da waren wir, glaube ich, gerade, ne? So, ein Verkaufspunkt, die alte Mühle. Ja, hier habt ihr noch mal. Ist einfach hier. Ne, da hoch war es. Überall auch immer versteckte Wasserträger, ne? Was heißt versteckte Brunnen? Hat auch mit Funktion gemacht. Hier könnt ihr noch einen Garten kaufen. Und hier drüber über die Straße ist auch noch mal eine Scheune. Die könnt ihr auch nutzen. Palettenlager und Palettenballenlager so rum. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Das hier waren. Das waren die Schweinchen, ja. Ja, also definitiv. Eine wirklich sehr kleine, überschaubare Karte, aber dafür mit sehr viel Schickimicki, ne? Hier, da hat er seine eigene Schafsbrennerei im Schuppen. Ja, und hier sind wir beim Hof. Spatengerät. Ich wollte das ja nicht mal spielen.
Hier ist Silolager. Onimog darf nicht fehlen. Von Mehrwerk. Kleine Nordstern Saatmaschine. Ja gut, Krone. Heckmehrwerk. Kreiselegge. Tiefenlockerer. Für Aufträge muss man leider mit Tiefenlockerer bzw. Flugarbeiten. Das Spatengerät erkennt er nicht an, leider Gottes. Genau, hier der Mercedes, der kleine. Wenn er da Monimog, dann wird es Mercedes Deutzhof. Ja, Ini als Frontladerschlepper. Kleinen Düngestreuer, Werkbank habe ich hier noch eingestellt. Das karteneigene Fass. Er hat hier auch zwei, drei eigene Mods mit reingebracht. Oder halt umgebaut, umgeschrieben. Und hier Krone Wender, Krone Schwader. Will das mal testen mit diesem Anhänger. Als Gitterwagen. Den kann man halt umfunktionieren, das ist eigentlich ein normaler Kipper. Und dann hier mit der Lelly Welga Rutsche, Presse, Pressen, Rutsche. Frage mich jetzt nicht, irgendwie ein Pack ist das. Ich weiß nicht, ob du das, wenn du den Namen siehst, so finden könntest. Lizard P935 Pack. Da sind ganz viele verschiedene Anhänger mit drin. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Also ich muss es testen, ne? Wenn es klappt, ist gut. Und wenn nicht, dann, ja gut. Polly, moin. Ja, das ist die sehr kleine, aber überschaubare Kallebach. Wie gesagt, von Pharma 5 Tom, das Vogels Backpack. Ja, wenn ihr startet, habt ihr eigentlich schon einen recht guten Fuhrpark. Ihr habt einen, hier steht ein Johnny. Jetzt kein mega Hammergerät. Das ist quasi der Farmscon Johnny aus dem ersten Jahr. Den hat er umgeschrieben mit dem Überrollbügel. Jo, Sven, alles gut. Der ist dann umgebaut hiermit auf der Karte. Der ist Startfahrzeug. Dann steht da, glaube ich, drin der, oder hier der Deutz. Ach, der Deutz war schon der Fendt. Der alte 500er. Ja, und dann sind über den Hof halt auch verschiedene Maschinen verteilt, ne? Aber die beiden Traktoren sind halt Start. Ich bin hier dann auf schwer nochmal gestartet. Natürlich gestern mit den Jungs nochmal in der Party war. Und dann sagt der Wangos, wenn du auf schwer startest, sind die Maschinen weg. Gebäude bleiben alle stehen. Du hast aber noch coolerweise hier noch ein paar Versorgungsgüter.
Strohballen, 2 Heuballen, 3. Aber alles hat E-Ballen. Mineralfutter, 1 Sack. Saatgut, 1 Sack. Kalk, 1. Und 1 Sack Hühnerfutter oder Getreide halt. Die sind schon Standard mit drauf und die bleiben, finde ich cool, auch bei schwer mit drauf. Das müsste leer sein, ja. Ist aber auch schon, ist das lange Gras oder noch nicht? Wir müssen nachher auf jeden Fall mal hin, das ist nix. Ja, genau, du kannst selber bauen, steht aber auch genau in der Beschreibung beschrieben. Starthof und Kuhfläche, stimmt, den Kuhhof haben wir glaube ich gar nicht gesehen. Doch, sind wir doch vorbeigelaufen, oder? Dann fahren wir da mal rüber. Start und Kuh sind nicht abreißbar, die sind quasi fest verbaut. Hufe habe ich mir noch dazu genommen. Jetzt weiß ich gar nicht, hat das mal einer vielleicht von euch zufällig getestet? Spawnt hier im Stall Mist oder hier vor? Oder müssen wir uns hier eine Mistplatte setzen? Ja, Brunnen habe ich mir hier gesetzt, weil du musst hier, ist quasi nur eine Weide. Die muss mit Wasser füllen. Deswegen habe ich eine Pumpe gesetzt. Vielleicht das ja von euch ja schon entdeckt oder herausgefunden. Ja, und jeder Tierbereich bzw. Hofabschnitt, Hofbereich, wie auch immer, hat immer noch ein Paletten, Ball- und Palettenlager. Nee. Soweit kann man noch nicht sein. Ja, obwohl, wenn die Viecher Futter kriegen, sind sie natürlich sofort. Die legen sofort los, ne? Ja, wir sind aber auch noch am Brunnen. Was will er von mir? Der will doch hier geflüchtet werden. Feld 4. Seit wann kannst du da mit dem Tiefenlockerer auch nicht mehr fliegen? Das ist mir neu. Okay. Ja, ich glaube, in dem Stall sind schon Kühe drin, ne? Also auch generell sind da Kühe drin, auch wenn du den Hof nicht hast. 6 Stück sind vorhanden.
Genau wie du auf dem Starthof ja auch Hühner. Bei Schweinen genauso, Schafe sind ja überall Tiere schon drin. Ob du die Fläche kaufst oder nicht kaufst, ne, Tiere sind trotzdem da. Pferde genauso, die zwei Ränder drin rum. Frankie, moin. Drei Stunden ist er auf den Anhänger aufgeladen. Ja, per Anladen ist aus dem Verkehr gekriegt, Christian. Ja, da kann ich so nicht viel mit anfangen mit dem Ding. So einen kleinen 1,20 Meter Flug rum. Da müssen wir es. Oder ich versuch's mit dem 2 Meter. Muss er sich ein bisschen quälen. Aber dann ist das so, ne? Den Spielstand auf den Rechner gezogen, ja, und alles übernommen, alles richtig. Wir versuchen es mal mit dem. Dann braucht er aber auf jeden Fall ein Gewicht. Das ist doch gut. Aber mal gucken, ob der Kleine hier den 160 PS Flug bewältigen kann. Wenn nicht, dann muss ich wirklich 1,20 Meter nehmen. Oder würde ich fast sagen, dann kann der Deutz, oder hier der MB-Tag kann dann weg. Jo, da freue ich mich schon drauf. Habt ihr euch alle denn die Keilebaschen angeschaut? Oder sind auch welche dabei, die sie noch nicht gesehen haben?
Den weiß ich ja, Sven auch, Angus hat er auch. Da rennt er auch noch mal weg, ich glaub's nicht. Ja, Kalle baut hier noch eine Karte, ne? Oder die scheint hier schon fertig zu sein. Für ewig kannst du da nicht drauf, oder? Du musst wirklich versuchen, sehr, sehr, sehr klein zu spielen, ne? Ja, mag nicht jeder, das ist so. Aber jetzt wieder mal echt schön gebaut, ne? Ich würde gefühlt sagen, es sind noch kleiner wie die Frühling. Ja, er hat ja hier so einen Gedenkstein gebaut. Ich glaube, irgendwo hier. Danke für deine Unterstützung, Frühling, Watchern, Kalle in 22, Rehbach, White Farm, Frühling 2023 in 23 alles gekommen. Und dann gedacht, ach, jedes Jahr drei Karten, mache ich doch in 24 auch nochmal drei Karten. Dann gibt es jetzt im Juli, auch noch die Deichhof. Schneefeld, ja. Für Langzeit definitiv nicht. Da hast du recht, Frank. Also das, wie gesagt, du bist wirklich einer, der richtig gerne ultra klein spielt und am liebsten nur noch gar keine Maschinen und alles per Hand. Christian sagte vorhin schon, er hat sich den Sensenmod runtergeladen. Ich habe bei dem nur ein bisschen Bammel über den Sensenmod. Die Figur zappelt da so komisch rum. Aber wenn man richtig aufholt und klein spielt, kann man hier schon viele, viele Stunden verbringen. Sind sie schon lange? Ja, getestet habe ich die auch schon mal, aber ich weiß nicht, ich traue dem Ding nicht so.
Sieht ein bisschen ulkig aus, wenn man von außen schaut. Bin überlegen, ob ich mir die Collector's Edition hole vom 25er, hat nur noch nicht rausbekommen. Ne, da steht ja nicht wirklich drin, hast recht. Ich wollte ja auch wohl gerne eine Collector's Edition haben. Aber ich glaube, für Konsolen gibt es sowas nicht. Ich schaue mal auf Famscon. Weil ich befürchte, mein PC ist für den für den 25er nicht mehr geeignet. Der hatte ja beim 22er schon arg zu kämpfen. Und die Voraussetzungen sind ja noch etwas höher geschraubt worden. Nicht viel, aber ein Stück weit. Ich denke, dass er dann doch wohl stark an seine Grenzen kommt. Nicht im freien Handel, nee. Du weißt nie, was da auf so einer Messe gemacht oder geplant ist, ne? Es sind immer irgendwelche, ich war ja auch schon auf vielen Messen, jetzt nicht von Giants, aber damals von der alten Arbeit her. Für Messen werden immer spezielle Packs und Bundles und sowas zusammengestellt. Nee, ist ja gut, Christian, wenn du da keine Probleme hast. Ich mag das Ding nicht. Ich finde das nicht schön. Interessant, ja, aber ich mag das Teil einfach nicht. Nee, wenn man damit spielen mag und der das gut findet, alles toll. Aber das ist mir, nee. Dann nutze ich doch lieber die Originalen, hier die Mähbalken. Die Abby oder diesen anderen, was ich vorhin gezeigt hatte. Das ist mir dann lieber. So, Schweiz. Schon am Fiebern. Ja, selbst dann auch. Nur in England wäre mir, glaube ich, wäre auch ein schönes Spiel geworden. Obwohl alle Konstellationen wären interessant gewesen. Jetzt ist Dänemark. Ist alles gut. Nee, das bin ich auch nicht mehr. Junge, was habe ich da mal gesehen? Ich gucke mir auch nicht mehr jedes Spiel an. Auch nicht jetzt Nationalmannschaft, ja, aber sonst so die ganzen anderen. Das mache ich nicht mehr.
Ich kann mich da nämlich so reinsteigern. Und ich habe immer gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Ich schaue gerne Fußball. Testspiele, ja, auch wohl. Jedes auch nicht, also da nehme ich jetzt nicht, dass ich da, wenn ich Zeit habe, ja, aber dass ich da jetzt unbedingt mir das frei halte dafür, das mache ich auch nicht. Liegt aber auch immer am Gegner, ne? Aber das sind immer so undankbare Spiele, diese Testspiele. Die Jungs haben keine Vorbereitung. Finde ich immer sehr schwierig und da auch dann Züge zu ziehen. Klar sind es Profis, aber weiß nicht. Aber so wie jetzt, so wenn EM oder WM sind, dann doch, dann freut man sich schon, wenn die spielen. Mit Fiebern klar. Nee, die können schon weiterkommen. Wenn ich so teilweise andere Spiele bzw. Zusammenfassungen und Statistiken lese, oder das mache ich allerdings noch wohl. Ich gucke mir viele. Du bringst mich immer zum Lachen mit so Sprüchen, ey! Mit rumbekleckern tut sich momentan so richtig keiner, ne? Verliert man das ganz normal, Christian. Nur einmal verloren, dann heißt das nicht, dass man wieder verliert. Da muss kein Bammel haben. WM, ja, Rest nicht mehr, seitdem die privaten. Da muss ich dir recht geben. Da ist viel, das sagen wir viele komischerweise. Ich weiß nicht, woran das liegt. Seitdem das in privater Hand ist und aus der öffentlichen raus, öffentlich-rechtlichen, ist komisch, ne? Wir reden aber nicht von Schalke, wir reden von Deutschland. Ja, aber ich bin mal gespannt. Sie spielen relativ guten Fußball. Gut, letztes Spiel hat es nicht alle so geklappt, wie sie wollten. Oh mein Gott. Es kann nicht immer alles funktionieren. Der linke Netze, ja. Ja, das waren so cool Figuren, ne?
versuchen sie ja jetzt aufzufangen mit den ehemaligen Nationalspielern. Setzen da irgendwelche Mäuschen hin. Ja. Das geht immer nur um Geld. Aber das ist bei den Nationalmannschaften genauso, ne? Da geht es um so viel Kohle. Hallo, André, mein Schatz. Ich bin doch verblüfft, dass er mit seinen 125 PS hier den Flug wegzieht, der 160 braucht. Aber macht auch Spaß, ne? Schön, mit 9 km/h, dann wäre ich hochzuckern, 6 bis 9. Muss ich quälen. Ich würde sich aber auch nicht mehr erinnern, Christian. Guck dir Dennis Undorf an. Der hat vor 2 oder 3 Jahren, wie lange ist er hier noch in Meppen gespielt? Dritte Liga. Jetzt ist er Meister geworden und ist der Nationalspieler, ne? Der ist in seinem Marktwert um, ich weiß gar nicht, wie viel gestiegen. Marco, moin. Ja, und allen nochmal ein schönes Wochenende, die es dann hoffentlich haben. Na Marco, wie geht's dir? Alles gut soweit? Ja, das ist doch schön. Ja, kann ich klagen. Topwetter. Morgen erstmal, was kann ich, bis zum Mittag irgendwann im Garten gewesen. Das ist möglich erledigt. Und dann wurde es dann ja auch warm, oder wie gesagt, so jetzt ist Schluss. So, also einkaufen, tanken. Und ein bisschen Film geguckt nachher, auf der Terrasse gesessen.
Pilzken verdrückt. Ich will keinen Regen. Wir haben Urlaub. Ich habe schon Urlaub, Andrea, muss noch 2 Tage. Kein Regen mehr. Nein, Frankie, du verguckst dich. Es gibt keinen Regen mehr. Und ganz ehrlich, wir bräuchten dann die auch keinen Regen mehr. Bis hier ist so viel Grundwasser. Unglaublich. Sehr gut. Regentonnen sind wohl schon wieder alle leer. Oha. Aber ich freue mich schon, Montag um 10.30 Uhr sehr rum. Was ist denn Montag? Ach, du kommst dann dazu, richtig. Stimmt, ja, cool. Ja, da darfst du dich ruhig drauf freuen, Christian. Das ist schön. Echt? Ja, cool.
Ja, das stimmt, Christian. Das stimmt. Okay. So, ist der Herr nicht im Haus, dann so. Ja, das ist natürlich auch cool, ne? Die beide für eure Kids. Ihr kennt den gleichen Anfangsbuchstaben wie ihr. Ja, das ist ja auch cool. Ja, ich wollte ja dann vorne etwas eher kommen, aber dann ging hier von unserer großen Kunststofffabrik hier ständig die Werkssirene. Ja, 5 bis 10 Minuten Takt. Immer diese 3er Intervalle. Keine Ahnung, ob die eine Störung hatten oder so. Und irgendwann sind wir hintergekommen, dass in Holland eben eine große Werkstatt brennt und Nachbarfirmen auch betroffen sind. Vielleicht haben sie deswegen hier mit Alarm geschlagen. Früher haben sie immer gesagt, wenn ein Katastrophenfall, dann geht die Werkssirene mit an. Na, aber gut. Und das war halt so, wenn die losgeht, dann hörst du es hier halt im Haus. Extrem. Das ist Luftlinie 500 Meter. Vielleicht einen Kilometer, mehr ist es nicht. Weil sie so gefallen gefunden hat, hat sie sich noch 3 stecken lassen. Auch nicht schlecht. Jetzt habe ich gesagt, reicht's und sieht aus wie eine Reklamesäule. Was ich da machen von meiner Eltern? Jetzt die Sternzeichen, Schütze und Würmer.
kannst ja auch also Sternzeichen nehmen und nimmst, ich sag mal, reale Bilder oder halt. Du musst ja nicht das reine Sternzeichen-Symbol an sich nehmen. Ich habe keine Tattoos. Ich bin auch immer unsicher, ob ich das machen lassen soll oder nicht. Der früher aus, ja. Chris, Moinsen. Ja, ich wollte es nicht aussprechen, Frankie. Ich habe immer so diese Bilder im Kopf, wenn die Schwerkraft anfängt. So was, wenn die Bilder mitwachsen, ne? Na Chris, alles gut bei dir? Christian, da wärst du nicht der Erste und auch nicht der Letzte gewesen. Wenn es so wäre, dann ist es so. So blöd sich das auch anhört, aber... Ich sag ja, das gibt's oft, oder denke ich mal. Ein was? Toilettiefschauer. Bei der Geburt in der Toilette geplumpst. Aber ich wäre ja fast nicht heute am Leben, weil... Ja, weiß gleich, wo der Weg lang geht.
Ja, und hier noch ein bisschen, ja. Jetzt ist nur die Frage, Tiefspüler oder war es bei der Ulmplatte? Köpfchen ins Wasser geplumpst oder auf eine Keramik geklatscht. Hört sich auch böse an, ne? 2-0 Schweiz. Oh, hi. Ja, mal richtig entspannt, was? Eieieiei. Ich schmeiß mich gleich weg. Ja. Oh nee, du. Oh Mann. Hat dem Kumpel euch das erzählt? Ich würde das nicht erzählen. Das hat die Mutter vor versammelter Mannschaft gesagt. Boah. Ausgerastet vor versammelter Mannschaft. Dann auch noch. Das ist aber auch schon übel, ey. Jetzt auf dem Lokus. Ups, was ist da denn rausgeplumpst? Ja, nu. Ach, und ganz eingesaut hat er sich auch noch. Da sind wir mehr von Nerven. Die neue Map an, von der Map an, ach da dich, top. Wie heißt die Map? Ist das Achterdick? Oder heißt die anders, Marco? Hier hat's hin. Aber ich hätte auch gefragt, ob die einen Schuss nicht gehört hat. So mal erzählen, ja, aber nicht vorne auf einer Fete vor versammelter Mannschaft. Das finde ich ein bisschen puh, heftig.
Ja klar, wenn du so ein Fressen findest, das ist ganz normal, das macht jeder, aber... Obwohl der Junge oder mein Kumpel, ne, der kann da ja gar nichts für, ne? Eigentlich hat die Mutter sich selber eine Pfanne gehauen. Ja, das kann sagen. Für ihn auf jeden Fall. Für den Rest, die hatten Spaß. Aber sein Tag war bestimmt gelaufen. Und den Tag wird er auch nicht vergessen. Marco noch da? Er hat doch gerade was von Achterdick geschrieben. Das war auch dementsprechend locker und die Feier war. Ja, dann ist sie in Ordnung. Also bei mir hätten sie es nicht mehr anbrauchen. Ich wäre wohl sauer geworden. Ich wäre nicht weggegangen, ich hätte meine Eltern rausgeschmissen. Ganz ehrlich. Oder sogar so. Chris, genau. Feier sofort beendet. Feierabend, Ende, aus. Weg hier, alle raus. Wie gesagt, eigentlich hat er ja gar nichts in der Situation. Er kann ja gar nichts machen, ne? Wie gesagt, die Mutter hat sich quasi selber eine Pfanne gehauen. Ich meine, dass man eine Toilette pumpen kann, das kann ja wohl passieren, dass da auch Ausscheidungen bei sind, kann ja auch passieren. Aber nee, das wäre mir echt eine Nummer zu weit. So wieder da war Telefon. Jo. Was sagst du, Achterdiek? Heißt die Map auch so oder ist eine andere Map? Heißt die anders? Aber nur PC, oder? Wie heißt die Map denn? Aber er hat es locker genommen und meinte, nur da wusste ich gleich. Da habe ich irgendwas auf. Boah, wo habe ich das denn gesehen? Heute Morgen? Gestern Abend? Ich glaube, heute Morgen war das. Doch, Facebook. Aber Facebook ist ja blöd, wenn du wieder reingehst. Das ist hier wieder weg. Wo war der Name? Förderdick. Irgendwie ist was stand da, glaube ich.
schade, dass die Jungs auch nur PC machen, ne? Ja, und jetzt war hier gerade auf deiner Nordermarsch angefangen. Mit so einem Zwischenspielstand. So ein Abwechslungsspielstand, so muss man sagen. Wo immer nur eine Karte ist, eintönig, ne? Ja, und dann kommt natürlich hier so eine Kallebach oder. Wiebendorf. Ja, der Mapper ist nur ein bisschen komisch. Sonst geht's. Nein, alles gut. Der Mapper macht nur Fehler. Bis anhalten, der Hof ist echt eng. Gesagt, dass Schweiz gegen Italien gewinnt. Schweiz ist stark, also. Du musst hier nur mal die Namen gucken: Schweiz, Österreich, was da für Spieler drin sind, ne? Das ist. Das sind keine No-Names. Gehört der Mapper. Bringt eine Bayern-Karte raus. Was ist einfach raus? Ja.
und aus dem Emsland. Ist ja Wahnsinn. Ist das jetzt schon das lange Gras oder ist das nur eine Stufe? Ich weiß das gar nicht. Manchmal sieht man das auch nicht so, wenn die anderes Gras verbauen. Erntereif. Ah, bei Gras gibt es keinen Erntereif. Ja, ich will wissen, ob da noch eine Stufe drüber geht, dass es noch einen Tacken länger wird. Aber ich brauche Gras, das nützt nichts. Ne, ich hab schon getestet, da kommt keine Stufe mehr, okay. Habe ich noch eine Kroneballenpresse, habe ich auch drauf. Und die sind nicht so schön alt. Deutschland gegen Schweiz oder schon Österreich. Ja, möglich. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es möglich wäre. Konstellationstechnisch. Doch, eigentlich schon, ne?
Ne, wir sind top, ja. Kuhn, ja, sind ja im Prinzip die gleichen, ne? Nur andere Planen drauf. Oder dran. Das sind ja gleich im Mutter, ne? Aber ja, ist richtig. Sind echt schön. Ja, mal schon. Normal ist das auch von dem Team. Ja, dass du das Programm nochmal zwischenzeitlich laufen lassen. Auf dem Laptop hast du das wahrscheinlich nicht mehr. Nee, habe ich nicht so gehört. Und Chris, Update von der Pony, moin.
Noch eine. Ascaro, Update von der Dingens, ist wieder zurückgekommen von der Riedendorf. Und Ronny, bei dir auch alles gut? Vorhin das Bild gesehen von dem Moped, was ihr da fertig gemacht hattet. Schickes Ding. Ja, sah gut aus, das Teil. Da oben ist das Zeug drin. Ach, der geht da gar nicht raus, der muss da wieder raus. Okay. Gut. Einmal zu früh.
Das wird auch gehen. Doch. Heuballen. Ja, ich fange jetzt mal mit Heu an. Und wenn da mal jemand Geld da ist, ich habe jetzt 300.000, glaube ich, Schulden. Ja, 300.000. Dann kann man sich immer mal eine Rundballenpresse holen. Wieso sinkt der denn nicht ab? Meinst du? Mal nicht. 30 PS. Moment, wenn der 65 PS müsste er ziehen können. 60. Ja, tatsächlich. Wasserbüffel sind bisher gebrochen worden.
Mir ist das egal. Hauptsache, da kommen neue Tiere mit ins Spiel. Ist alles gut. Sei doch froh, dass überhaupt was kommt. Ja, ich lasse mich mal vom neuen Teil überraschen. Ich bin mal wirklich gespannt. Ja, was man meint ja von Haus aus, ne? Je mehr Tiere vom Haus aus drin sind, je schöner ist es ja. Ist ja möglich, ne? Mal abwarten. Vielleicht kommen wir nächste Woche Samstag hinter irgendwas Interessantes. Was kann ich denn? Einen guten Hof und dann muss er. Ja.
Oh, das mit den Würfeln finde ich auch schon interessant. Ja, du musst ja auch alles bedienen, ne? Ist ja nicht nur für Deutschland, das ist ja für den weltweiten Markt, ne? Das finde ich schon richtig, dass ich auch mal andere Gebiete aufnehmen. Das ist alles schon richtig. Dreimal wenden muss. Ja. Müssten sie dann aber definitiv wieder im Spiel mit anzeigen oder ansagen. Wissen das gar nicht, dass man das eigentlich im Real macht. Liegt ja auch mal dran, ne, wenn es trocken genug ist. Aber zweimal wird auch nicht mehr gewendet, ne? Ich denke, ohne die PS4-Generation ist ein Brett werden. Ja, da gehe ich auch von aus. Mittlerweile gibt es genug zu kaufen, ja. Der senkt den auch nicht ab. Was ist das denn hier für ein... Seit wann hat der Dolz Probleme? Gar nicht, ne?
Heckkraftwerk. Heckkraftheber funktioniert nicht. Jetzt ja. Aus Eis können. Oh, tut mir leid, Frau. Die Kinder haben gar kein Eis gekriegt. Die haben alles vorbeigekleckert. Ich habe alles, ist alles aufessen. Schweizer Kümmern. Dann ist in Italien. Bestimmt Staatsakt. Krisensitzung. Was er für ein Problem hat. Normal macht er den Wender auch. Den hat er keinen ja schon benutzt. Ja, dann schwatte ich das Feld hier nochmal fertig und dann würde ich gleich sagen, machen wir erstmal Feierabend. Nee, Essen und dann Fußball. Er hat sie auch drauf gespannt. Oder gewendet. So. Dann kann ich auch wegkratzen.
Scheiße, die Arms, ne? Freitagabend früh ins Bett fallen will. 10 Stunden noch am Vormittag. Setzen wir uns mal ab, aber. Keine Ahnung. Wie spät das wird. Kann nicht sein. Ja, ja, Christian. Sollen wir da mal einen Schauer, das ist halt blöd, ne? Ja, doch wegen das, das ist blöd. Thanks for the follow. Okay, that's it. Thank you for the follow. Herzlich willkommen. Jetzt sind es 20. Jo, danke schön. Ich hoffe, dir geht's gut. Klein. Schwaden mal gucken. Ich hab mir gedacht, doch, ich bin hier rein, ne?
Ja, mal schauen. Nach dem Spiel vielleicht, wenn ich noch fit genug bin. Ansonsten morgen. Schauen wir mal. Ja, bis dann. Bis dahin. Schönen Abend. Viel Spaß. Und bis dann. Jo. Ja, das ist gut drin, genau. Ja, cool. Ich kann gerne mit euren Freunden teilen. Kennt die Leute gut oder fragt oder wie auch immer, aber sonst macht man das eigentlich nicht. Welcome to hell, ihr kleinen Racco. Jetzt wird gearbeitet. Kein Späti mehr, wa? Nee, das macht man nicht, wie gesagt. Wenn es untereinander geht, so wie bei dir, Chris, oder wie bei Marco, ist das alles was anderes, ne?
dafür gibt es denn so? Was wolltest du? Anja, Tag auch. Schön, dass auch mir da ist. Geht's dir gut? Ach so. Ja, diese ganzen Symbole, weiß ich auch noch gar nicht, wie die alle. Eine Stütze. Wasserski oder was bist du gefahren? Eine Stütze gibt es ja nicht gerade, ne? Fahrrad. Also testen wir das Ding hier doch mal. Ob das klappt, was ich hier vorhab. Und auf, Chris. Soll ich mich wirklich auf die Treppe setzen? Jo. Wie wir sagen, ertragmäßig. Und das klappt. Ich bin ja begeistert. Stopp. Okay, so nicht. Also.
eine Wahl jetzt hingeholt. Ja. Was ist denn hier los? Sagen die, und da pumpt zwar mal einer raus, aber das klappt gut. Pfui, deine ist die hässlich. Noch eine Lösung wie ich. Das ist Frank. Ja. Hallo Chris, dir auch danke fürs Dasein. Bis zum nächsten Mal und auch einen schönen Abend. Das hoffe ich aber nur, dass man den Rohmillion abkippen kann.
will ich, dass er hier oben die Gitter aufmacht. Komm, ich wollte. Oh Jens, macht er so, ja, ist ja cool. Der Wagen sieht ja noch nicht schlecht aus. Ja, kinderfrei und wieder vor dem Spiel gehe ich nochmal eine Runde live. Das wollen doch die meisten sehen. Also ich bin doch begeistert, der Wagen funktioniert. Den kannst du hier oben auch die Gitter, diese schrägen, links oder rechts wegnehmen. Ich habe die jetzt hier vorweggenommen, weil ich mit der Rutsche arbeite. Nicht dran, Jens. Wenn ich fit genug bin, kann sein, dass ich heute Nacht nach dem Deutschlandspiel Wolf gesucht. Den habe ich gar nicht gefunden. Das ist ein Pack, Jungs. Und zwar nennt sich das Pack Lizard P935 Pack. Kaschan. Ich glaube, Kaschan ist der Modder. Warum bist du mal nur wach? Jetzt eine Runde gedonnert. Tatsächlich. Ja, das finde ich ja cool. Das klappt. Muss man gleich gucken, wie viel Ballen ich drauf hatte. Aber das lohnt sich, das rentiert sich halt immer länger. Wie gesagt, hier und da fällt mal einer raus, weil er dann oben blockiert oder keilt. Und ich habe jetzt oben einmal nachgeschoben. Ich hätte noch weiter reinfahren können. Oder füllen können. Zeig dir euch jetzt.
Wow, mit dem Lally. Ich fahre gleich nochmal zwei da unten. Ja, dann bin ich mit dem Feld auch fertig. Mir fehlt eigentlich immer ein vernünftiger Anhänger. Dann ist mir zu hochbeinig. Aber es geht. Ist gut. Und das ist ein Riesenpack da sind. Boah, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Anhänger drin. Schön ist aber, dass er beim Kippen das Gitter mit aufmacht. Finde ich gut. Und ihr könnt es auch in, ich weiß gar nicht, wie viele Farben färben. Also Wahnsinn. Aber alles, ne? Von vorne bis hinten. Und dann hier habe ich die Lally. So, ein Paket. Ist einmal mit Rutsche und einmal ohne Rutsche. Sollte nicht immer nach hinten gucken, sieht manchmal ein bisschen echt wirklich komisch aus. Aber ja, und Rückwärts fahren ist natürlich. Nein, ist kein Autolot. Er schüttet wirklich nur rein. Er schmeißt wirklich nur nackt rein und ja, ich habe den schon ein paar Mal gesehen, aber ich habe den nie getestet. Langus müsste das wohl schon mal gemacht haben. Ja, wie gesagt, hier da vorne, jetzt liegen wir mal zwei, aber es kommt durchs Winken. Gepresst und längst. Aber, ihr seht, jetzt hat er auch mal eine Höhe natürlich ein bisschen unterschiedlich ist. Dann keilt er den oben ein. Muss man aber mal ein bisschen Geduld haben. Jetzt gucken wir, ob man die Rutsche noch ein bisschen verstellen kann. Vielleicht etwas höher steht.
Ja, nur bei dem ist das Schöne, du hast den Korb drauf, der Gittergestell. Und hier fliegt dann nichts raus, ne? Normal hast du recht, normal musst du einen flachen Anhänger hinter. Aber wir müssen immer leider ein bisschen improvisieren auf Konsole. Und das nehmen, was wir haben, ne? Und so geht's ja. Ja, war ja im 19. auch, der Krone-Gitterwagen war ja auch, ne? Da wird ja wohl gemacht. Überlies. Im ersten hatte ich bestimmt über 60, knapp 70 Ballen drin. Hier sind über 30 drin. Knapp 30. Und im anderen hätten auch noch Platz, welche Platz gehabt. Also es funktioniert. Aber muss man ein bisschen üben, um den fahren. Aber es klappt. Shadow M70, moin. So, mit diesem wunderschönen Bild. So, live. Ja. Chris. Können wir aber schnacken, Sven. Ja, können wir machen. So Jungs und Mädels, dann wünsche ich euch allen erstmal einen schönen Abend, vielleicht bis später. Danke fürs Dasein, danke für die Follows. Viel Spaß nachher beim Fußballspiel, wer schaut. Und bis dahin euch allen einen schönen Abend. Lasst euch nicht ärgern, bis dann.